Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Wochenausblick von DAX Profits. Und damit direkt zum US-Markt. S&P 500 ja, steckt seit Jahresanfang in dieser wunderschönen Seitwärtsbewegung. Hier jetzt eine Prognose abzuleiten, ist analytischer Selbstmord, zumindest für die nächsten Tage. Es kann nochmal abwärts gehen und dann aufwärts. Es kann aber auch erst abwärts gehen und dann abwärts. Oder es geht direkt aufwärts und steigt und steigt und steigt. Oder es rutscht nach unten durch. Also alles ist möglich. Das Wahrscheinlichste ist jedoch, dass dieses schwarze aufsteigende Dreieck irgendwann in den nächsten Wochen nach oben gebrochen wird und wir ein Mindestkursziel von 2275 Punkten sehen. Das wäre immerhin eine Rallye von 160 Punkten ausgehend vom jetzigen Niveau. Und wie gesagt, dieses Szenario halte ich für das Wahrscheinlichste. Zwingend nicht unterschritten werden sollte dieses Tief von Anfang Juni bei 2044 Punkten. Denn dann wäre sowohl die Dreiecksunterkante als auch diese längerfristige Abwärtslinie hier nach unten gebrochen. Und ja gut, dann gäbe es knapp unter 2000 Punkten noch eine Auffangzone. Und wenn die hält, ist dann auch wieder alles in Butter. Aber wenn die nicht hält, dann... ich mag mir das gar nicht vorstellen. Ja, während der S&P 500 noch etwas mau aussieht, aber vielleicht gerade mit den Bullenhufen scharrt, sieht der Nasdaq-Index noch wesentlich besser aus. Hier haben wir wenigstens einen ordentlichen Aufwärtstrend-Kanal, wobei wir da gerade so ziemlich in der Mitte stecken. Und auch da ist alles möglich, entweder nochmal ein Stück runter und dann hoch an die Oberkante oder gleich an die Oberkante und dann korrigieren oder was auch immer. Aber so wie die letzten Tageskerzen für mich aussehen, nämlich drei weiße in Folge mit langen Lunten, heißt das für mich, hier ist noch Kaufdruck intakt. Und ich denke, der Bursche will erstmal oben anstoßen, bevor er wieder korrigiert. Aber wie gesagt, sehr hoch sind die Wahrscheinlichkeiten für die eine oder andere Richtung in so einer volatilen Bewegung ohnehin nicht. Tendenziell sollte es steigen. Die Frage ist nur, ob wir vorher noch Rücksätze sehen oder nicht. Mal was ganz Interessantes, Transportindex, US-Transportindex im Wochenchart. Sie sehen, diese Abwärtstrendlinie hier, die ist schon seit März intakt und die wurde in dieser Woche erstmals gebrochen und zwar nach einem potenziellen Doppeltief, also einer Bodenbildung, an der Unterkante eines symmetrischen Dreiecks. Das heißt für mich, US-Transportindex ist dabei, eine größere Erholung zu starten, wenigstens hier bis in den 9000er-Bereich. Und da es sich hier um ein symmetrisches Dreieck handelt, zumindest bisher, ist es wahrscheinlich, dass wir dann in der Folge, wahrscheinlich im Herbst, einen Ausbruch nach oben sehen. Das wäre ein wunderbares Zeichen für den US-Aktienmarkt, weil dieser Index einen gewissen Vorlaufcharakter hat. Also merke auf, wenn der US-Transportindex sich erholt, dann heißt das, die Konjunktur in den USA läuft wieder besser und das heißt tendenziell Rückenwind für den Gesamtmarkt, der zugegeben in diesem Jahr nicht viel Freude machte, im Gegensatz zum letzten Jahr etwa. Ja, was macht unser DAX? Auch hier ist es nicht ganz so einfach, wie es zunächst schien vor einigen Wochen. Dieser korrektive Abwärtstrendkanal wurde nach oben gebrochen. Ja, und was machen wir mit dieser heftigen Abwärtsreaktion hier? Wir werten das momentan noch als überschießenden Rücksetzer. Das heißt, auch hier sind jetzt wieder die Käufer am Werk. Noch nicht wirklich mit voller Power, aber immerhin, Sie sehen auch hier diese relativ ausgeprägten Lunten. Das heißt, jeder Kurseinbruch, da finden sich wieder Käufer. Nicht ganz viele, aber immerhin einige. Und ja. Jetzt schauen wir mal, ob es der DAX wirklich wieder über die 50-Tage-Linie schafft. Wenn er das schafft, dann dürfte die nächste Rallye Richtung 11.800 und 12.100 bereits laufen. Spätestens bei 12.100 werden wir dann wieder den nächsten Rücksetzer sehen. Vielleicht auch schon eher, vielleicht bildet sich hier auch erstmal ein Dreieck. Und der Markt sucht erstmal seine Richtung und dieses Dreieck könnte dann
Richtung September nach oben aufgelöst werden und zur nächsten Rallye führen. Alles in allem sieht das bei dem DAX gar nicht so schlecht aus. Wie gesagt, dieser Abwärtstrend ist gebrochen worden. Nur die Bullen hatten da nicht ganz so viel Power, dieses Ausbruchsniveau komplett im ersten Anlauf zu verteidigen. Momentan sieht das aber auch nicht so schlecht aus. Sollte es hier zu einem Einbruch kommen, dann müssten sie mit Kursrückgängen in Richtung 10.800 rechnen. Die 10.800 sollte dann besser halten. Ansonsten halte ich auch die 10.000er Marke für möglich. Das wäre dann etwas unschön, weil dann könnten Zweifel aufkommen, ob der DAX es mit seiner Aufwärtsbewegung überhaupt ernst meint. Ja, wie gesagt, alles hängt aber am US-Markt. S&P 500 seitwärts mit in Kürze wieder Aufwärtsambitionen und Nasdaq-Index nach wie vor aufwärts gerichtet. Von daher brennt hier nicht wirklich was an. Also einen handfesten Grund für einen DAX-Absturz auf 10.000 Punkte, den sehe ich zumindest von der US-Leitbörse her nicht auf uns zukommen. Von daher ist das eher ein Randszenario im Falle eines externen Schockereignisses. So, mit diesen doch recht freundlichen Aussichten verabschiede ich mich für diese Woche, wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Henrik Vogt.